Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute befassen wir uns mal wieder mit Drosseln. Es hat sich nämlich im Bereich Drosseln bei den Rollern viel geändert in den letzten Jahren und deswegen mache ich einfach mal wieder ein aktuelles Video für euch, denn die letzten Videos, die ich darüber gemacht habe, die sind jetzt schon ein paar Jahre alt und diesmal werde ich auch gleich ein bisschen Drosseln vom Einspritzer mit dazu nehmen. Moderne Roller sind allgemein immer krasser und kreativer gedrosselt, weil sie einfach die Normen für Abgas, Geräusch und Geschwindigkeit natürlich einhalten müssen. Und gerade Abgas- und Geräuschwerte werden immer strenger. Ihr fragt mich oft, welcher Roller welche Drossel wo hat, weil ihr selber nicht mehr weiterkommt und den Roller nicht mehr schneller bringt. Aber ich kann euch leider nicht genau sagen, welches Modell und welches Baujahr welche Drossel hat. Das wird oft leider wild durcheinander gemischt und man kann da einfach keine pauschale Aussage treffen. Deswegen mache ich jetzt mal neue Videos dazu, damit ihr zumindest eine aktuelle Liste habt der üblichen verbauten Drosseln und dann nach und nach eben alle Drosseln suchen könnt, um so eben alle Drosseln zu finden. Und mittlerweile gibt es echt gemeine und versteckte Drosseln. Deswegen mache ich jetzt eben diese aktualisierten Videos. Wie ihr seht, heute geht es um den Rollerantrieb, das heißt Variomatik, Wandler und so weiter. Auch hier hat sich was getan und ich rede jetzt gar nicht mehr lang um den heißen Brei herum, sondern fange an. Wir fangen an mit der am meisten verbreiteten Drossel, die es gibt. Und zwar, wir haben unsere Variomatik mit der Gleitbuchse hinten drin. Und dann hat man hinten auf der Gleitbuchse so einen Ring. Diesen Ring nennt man Distanzring. Und dieser Ring hindert dann die Variomatik am Auseinanderfahren, weil sie dann nicht komplett aneinander fahren kann. Das hat wiederum zur Folge, dass der Riemen bloß noch zum Beispiel bis hier hoch kommt und nicht mehr bis ganz hoch, weil ganz oben hätten wir unsere Endübersetzung. Und weil er das dann nicht mehr kann, gibt er auch weniger Drehzahl hinter ans Getriebe, also werden wir langsamer dadurch. Und die Dicke dieses Rings bestimmt, wie schnell der Roller fährt. Jetzt haben wir hier zum Beispiel einen Ring, der ist 10 mm und ein Ring von 10 bis 12 mm drosselt euren Roller auf Mofa-Geschwindigkeit. Habt ihr jetzt zum Beispiel so einen Ring hier, der ist 4 mm. Mit so einem Ring würdet ihr circa 65 km/h fahren. Wenn ihr natürlich komplett weglasst, könnt ihr, keine Ahnung, 75 km/h fahren. Und so diese Dicke des Rings bestimmt, wie schnell der Roller fährt. Das hier müsste zum Beispiel ein originaler Ring sein, 6 mm, und der 6 mm Ring drosselt euren Roller auf 50 km/h. Die Faustformel ist immer 1 mm dünner der Ring, und der Roller fährt so zwischen 5 bis 7 km/h schneller. Nur ungefähr. So, dann haben wir den Distanzring. Es gibt auch Variobuchsen. Die steckt ja so in der Variomatik drin. Es gibt auch Buchsen, wo der Ring hier so fest drauf ist, also in die Buchse eingearbeitet. Dann bleibt euch nichts anderes übrig, als die Buchse zum Beispiel zu tauschen aus einem Tuning-Shop, kostet ungefähr 9 €. Oder wer Zugang zu einer Drehmaschine hat, kann sich das Teil abdrehen, dass er dann nachher einfach eine glatte Buchse wieder hat. Und schon ist die Drossel entfernt. Ja. Dann sind wir mit dem Distanzring schon mal durch. Dann gibt es noch wunderbare andere Drosseln. Und zwar meistens bei Peugeot, Piaggio oder auch bei China-Rollern verbaut. Die sogenannte Variomatic-Scheibe. Diese Scheibe hindert die Variomatik daran, auseinanderzufahren. Das heißt, wir entfernen die drei Schrauben. Nehmen die Scheibe ab und schon kann die Variomatik ihren vollen Weg fahren und wir erreichen unsere Endgeschwindigkeit, also unsere Endübersetzung. Auch das
ist eine Drossel. Manchmal ist sie so gewölbt, manchmal ist sie auch eine flache Scheibe, je nachdem wie modern oder wie neu der Roller ist, aber das ist eine Drossel. Dann haben wir hier noch die Fettfangscheibe. Auch die drosselt den Roller, wobei sie eigentlich eine andere Funktion hat. Und zwar soll sie, die sitzt auch hier außen drauf, und die soll Fett abfangen. Manche Roller haben es, manche Roller haben es nicht. Heutzutage eigentlich auch nicht mehr üblich. Aber auch diese Scheibe hindert die Variomatik daran, vollständig auszufahren. Und auch in dem Sinn ist das Teil ein bisschen eine Drossel. Wenn sie aber auch nicht mehr viel drosselt, weil die Variomatik dann schon fast bei der Endübersetzung angekommen ist. Aber auch das Teil drosselt ein bisschen den Roller. Eben in dem Fall dann auch entfernen. Und wir haben eine offene Variomatik. Die Schrauben müsst ihr übrigens nicht mehr reinmachen. Viele Roller, wie zum Beispiel Minarelli und so, haben ja hier eh nichts drauf. Die sind immer so offen. Also da braucht man sich keine Gedanken machen. So, jetzt gibt es noch eine neue Drossel. Eine ziemlich gemeine, wie ich finde, und versteckte Drossel. Und zwar haben wir im Wandlight eine Drossel. Das haben jetzt manche moderne Roller. Und dazu machen wir den Wandler mal auf. So. Hier etwas schauen, denn da ist Federspannung drauf. So. Jetzt schaut euch mal das an. Und zwar haben manche Roller jetzt auf dem Wandler eine Drossel. Die sitzt hier drauf. Ich erkläre mal kurz, was der Wandler eigentlich macht. Der Wandler fährt diesen Weg hier. So, bis zum Anschlag. Wenn er diesen Weg gefahren ist, ist der Riemen ganz unten. Das heißt, wir geben die maximalste Umdrehung, also die höchstmöglichen Umdrehungen an das Getriebe weiter und werden maximalst schnell. Jetzt ist dieser Ring dazu da, dass der Wandler nicht mehr weit genug fahren kann, sondern bloß noch bis hierher. Das hat zur Folge, dass der Riemen nicht mehr ganz nach unten kann. Moment. So. So. Jetzt kann der Riemen bloß noch den halben Weg fahren. Das heißt, ihr gebt weniger Umdrehungen an das Getriebe über und seid dadurch auch wieder langsamer. Echt ganz schön hinterlistig. Die modernen Peugeot, teilweise auch Piaggio, habe ich das jetzt schon gesehen. Und auch bei den Einspritzern. Richtig gemein. Aber wie ihr seht, recht einfach zu entfernen. Die sitzt einfach hier drauf. Ihr macht den Wandler auf, so wie ich das gemacht habe. Nehmt die Drossel raus und baut das Ding wieder zusammen. Das heißt, Gegendruckfeder drauf, Kupplung drauf, wieder zusammengeschraubt und das Ding ist offen. Also man muss wirklich sagen, die sind mittlerweile echt einfallsreich, wenn es darum geht, die Roller zu drosseln. Solche Drosseln gab es früher nicht. Und ich denke, da ist mal ein neues Video dazu wirklich gerechtfertigt. So, dann sind wir im Bereich Antrieb durch. Das waren alle Drosseln vom Antrieb. Schaut auch bei den anderen Videos rein, wenn ihr wollt. Ich habe auch zusätzlich noch ein Video zum Ansaugbereich gemacht, zum Auspuff, da sind die meisten Drosseln versteckt, und natürlich auch zu den elektrischen Drosseln. Des Weiteren habe ich euch ein Video gemacht, in dem alle Drosselvideos zusammengeschnitten sind, dass ihr die komplette Übersicht über alle Drosseln habt. Ja, und das war's mit diesem Video. Ich sage wie immer danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen damit helfen. Bis bald!